Die Frauen am Brunnen treffen sich im September 2024. Und wir leben ja bekanntlich in merkwürdigen Zeiten und wir wissen nie, wie es weitergeht. Und insofern ist der Vorschlag gekommen, dass man vielleicht mal darüber sprechen könnte, wie sind wir eigentlich vorbereitet, wenn alles plötzlich nicht mehr so ist, wie wir so gewöhnt sind. Ich meine zum Beispiel, es gibt einige Länder, wo das System einfach so zusammengebrochen ist. Ich meine, denk mal an die DDR, wo es plötzlich alles ganz anders war. Und da haben wir eine Vertreterin, die Ramona. Oder wir wissen von Russland, dass das komplett für ein paar Jahre zusammengebrochen ist. Und wer weiß, vielleicht kann uns das ja auch passieren. Also wollen wir darüber sprechen, wie wir uns innerlich und äußerlich auf das Ungewisse, was unter Umständen kommen könnte und jetzt sicher wahrscheinlicher, als wir das noch vor vielleicht 5 oder 10 Jahren gedacht haben. Und ja. Ja, und vielleicht, was Monja hinzugefügt hat, ne? Was können wir tun, damit wir resilient werden? Das mit der Resilienz, das Thema, Das gehört ja dazu, ne? Die das gehört innere Vorbereitung dazu. und die äußere. Ja, was Genau. können. Genau. Und dann machen wir erstmal ein kurzes Check-in für alle. Und ihr könnt ja schon ein bisschen, aber wirklich nur stichpunkthaltig sagen, was ihr so davon denkt, von diesem Thema. Und dann gehen wir, gebt dann bitte weiter, wer anfängt. Ich würde sagen, Ramona fängt an, oder? Du bist auch entstummt und so gemütlich im Sofa. Ja, ich bin schon mal wieder gebadet. Ich habe vorhin draußen gewerkelt, wieder an meinen Bäumen. Und dann bin ich meinem Eimer hinterher gejagt, weil es so windig ist. Und ja, das ist das sozusagen mal dazu. Und wie es zu dem Thema kam, ich habe mit Monja gezoomt und sie meinte, sie hatte Benjamin Fulford gehört. Und dann habe ich gesagt, ich warte auf Donnerstag, auf die deutsche Variante. Und dann habe ich ihr Donnerstag geschrieben. Und dann sagt sie, sie versteht nur Bahnhof, weil ich ja dachte, sie hat es gehört, also weißt du, worauf ich Bezug nehme. Und da war eben so nach dem Motto, am 1. Oktober könnten, sage ich mal jetzt ganz kurz, müsste man sich jetzt anhören, die Systeme zusammenbrechen. Und daraufhin meinte ich dann zu Monja, na, dann werde ich Montag mal großzügig einkaufen. Und so ist das Thema entstanden, damit ihr sozusagen wisst, wo die Wurzeln unseres heutigen Abends sich entwickelt haben. Ja, dann, Monja, dann darfst du gleich weitermachen. Okay. Und ich habe der Ramona gesagt, ich komme aus der Kriegsgeneration. Wir haben immer Vorräte im Keller für 2 Wochen und Wasser. Und man sieht ja also, wie es derzeit bei uns zugeht. In Klagenfurt haben sie, können sie das Wasser nicht trinken. Da sind Fäkalien drinnen durch den Rest, durch den Regen und was weiß ich, Überschwemmungen. Und also das alles zu organisieren, dass dann die Leute noch was. Und wenn man jetzt denkt, dass natürlich die Gasthäuser und die Restaurants, wie die das machen, die brauchen doch sehr viel Wasser. Also ich kann mir das nicht recht vorstellen. Aber wir haben auch Wasser im Keller und ja, ich habe immer Vorräte, also weiß nicht warum. Ja, weil ich jemanden kenne, der in der geistigen Landesverteidigung ist und der sagt, also man muss Vorräte haben. Das gehört sich als guter Staatsbürger. Gut. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ich bin irgendwo von Natur aus so ein Vorratsmensch. Ich habe eigentlich immer zu viele Vorräte gehabt, aber das hat nichts mit irgendwelchen Gedanken zu tun oder mit irgendwelchen Ängsten. Ich weiß nicht genau, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, wieso, aber ich habe immer genug, viel. Also mit Sicherheit mehr als für 14 Tage. Vielleicht auch, weil ich so einen großen Keller habe oder was, ich weiß es nicht. Oder weil ich es sehen mag, weil ich diese Materialien auch so gerne habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich Reis und Körner und dies und das und ja.
Ansonsten, also ich habe da echt keine Angst, oder ja, dass es jetzt alles zusammenbricht und wie. Ich mag wirklich lieber in die andere Richtung schauen. Was kann ich dazu beitragen, dass gute Energien gefördert werden, dass Lebensförderliches gefördert wird in puncto Beziehung, in puncto Kultur, in puncto was auch immer, in puncto Natur. Und ich sage mal, war gerade noch was. Ja, gut, ich habe auch ein bisschen weniger Angst, weil ich habe trotzdem einen Ofen und Holz genug im Garten, was immer nachwächst. Ja, also kalt wird mir auch nicht werden. Nicht so schnell jedenfalls. Ja, Photovoltaik habe ich auch. Aber gut, wenn alles zusammenbricht, dann wird die wahrscheinlich auch nicht so direkt, dann wird es da auch Schwierigkeiten geben. Aber ich habe echt keine Angst in dem Punkt. Wir werden sehen. Ich gebe weiter an dich, Birgitta. Hallo. Ja, ich bin auch noch irgendwie beeinflusst von der Kriegsgeneration mit ein bisschen Vorräten. Und da habe ich immer so meine Schwierigkeiten mit dem Josef. Der kann, geht am liebsten einkaufen, wenn die Dinge ausgehen. Und ich will nicht, dass sie ausgehen, weil das gibt mir Sicherheit, wenn schnell ein Besuch kommt. Ich kann dann irgendwas kochen oder so, ja. Also da haben wir ein bisschen unsere Differenzen, aber ein bisschen Vorräte schaffe ich schon, dass sie überall sind. Und das mit dem Garten und mit dem Holz, das ist bei uns auch. Wir haben zwei Öfen, also in diesem Hüttal, wo ich jetzt sitze, haben wir einen kleinen Ofen und in der Salzburger Wohnung haben wir auch einen Ofen. Also das sind so meine Überlebensstrategien, dass ein bisschen im Hüttal freue ich mich, dass ich einen Garten habe und da anbauen kann. Freilich, wenn der Putin da mit seinen Atomwaffen droht, ist das auch alles sehr relativ. Aber trotzdem ist das ein nettes Gefühl. Und war auch mit ein Grund, dass ich dieses Hütterl sehr gerne erworben habe, nachdem wir das alte Haus verkauft haben. Und ja, ansonsten geht es mir schon so, dass ich eigentlich nicht keine Unheilsprophetin bin, sondern eher gerne schauen möchte, wo geht es hin. Ja, da gehe ich mit dir, Marie-Rose. Also, so die nötigsten Dinge, dass es nicht gleich ganz schrecklich wird. Solaranlage ist bei uns noch sehr reduziert. Das ist eine Camping-Solaranlage, aber man kann einmal eine Kartoffel kochen damit. Oder so. Ja, naja. Okay. Aber ich würde wirklich auch gern reden über Thema Resilienz und wie drehe ich die Bedrohungen ins Positive. Annalisa, was sagst du dazu? Dankeschön. Ja, ich hatte schon mal mehr Vorräte und ich hatte schon mal systematischer quasi meinen Haushalt ausgerüstet für alle möglichen Notsituationen und habe inzwischen wieder weitgehend das abgebaut, weil ich irgendwann gesagt habe, meine wichtigste Lebensversicherung sozusagen ist, die Intuition zu schulen, weil es kann einen riesen Unterschied machen, 5 Minuten früher oder später an einer Kreuzung zu sein. Oder wo auch immer. Oder immer eben jemanden zu treffen oder jemanden nicht zu treffen, zum Beispiel. Und von daher lege ich inzwischen sehr viel mehr Wert auf Intuition und sehe das Thema Resilienz eben nicht nur in Sachen Vorräte, sondern im Wesentlichen auch eine psychische Stabilität aufzubauen, auch alte Traumata Stück für Stück zu lösen oder auch nur das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wenn was Traumasymptome hat, habe ich inzwischen genügend Lebenserfahrung zu sagen, ja, das fühlt sich gerade im Moment wahnsinnig echt an, aber es ist nur eine Traumafolge, es ist weiter nichts. Es ist nicht real, keine reale Bedrohung und das hilft schon auch oft, wenn so komische Situationen sind. Genau, damit gebe ich Victoria? Ja, sie schreibt gerade, sie kann jetzt gerade nicht. Okay, dann an dich, Heidi. Ich weiter.
Ja, ich bin ja auch so eine Nachkriegsgeneration und bei uns wurde auch alles wieder verwertet und gemacht. Wir hatten einen großen Garten und eingekocht. Dann gab es die ersten Kühltruhen und wir haben dann Johannisbeeren eingefroren und alles Mögliche. Und das habe ich mir beibehalten, ja, dass ich auch immer, hier könnten 20 Leute reinkommen und ich könnte ihnen Essen machen. Also das aber immer, also völlig unabhängig von irgendeiner Bedrohung oder so. Und jetzt habe ich einen ganzen Haufen Kaki. Jetzt mache ich irgendwas aus den Kaki. Heute habe ich Äpfel, die da waren, die sind alle wurmig geschnitten und gekocht und die werde ich dann mit Kaki zusammen einmachen. Und lauter so Sachen, das ist einfach, ich kann das nicht einfach wegschmeißen. Also ist das nicht unbedingt aus der Bedrohung heraus, sondern aus der Wertschätzung dessen, was die Natur einem gibt. Wenngleich ich auch natürlich, ich habe seit Jahren habe ich gedacht, dieses Haus, wo ich hier bin, so zu gestalten, dass es eigentlich sozusagen autonom wird. Jetzt habe ich eine riesen Solaranlage da und sogar eine Batterie. Nur wenn der Strom abgestellt ist, dann funktioniert es hier auch nicht. Und es ist verboten, sich da so eine Überbrückung zu machen. Ja? Also insofern nützt es dann auch nicht so super gut, aber na gut, wir werden sehen, wenn der Fall eintreten sollte. Und dann habe ich aus der Erfahrung heraus, dass in dem Moment, wenn er eintritt, wird man schon wissen, was man zu tun hat. Also ich zumindest. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich dann den Situationen stellen kann. Und ja, eigentlich das als kurz. Ansonsten ja, hier ist es wieder noch mal ganz warm geworden. Heute waren es 28 Grad. Mein Gemüsegarten, die gesetzten Kohlköpfe und so, die wachsen wunderschön. Die Salatköpfe wachsen wunderschön. Und ja, vielleicht noch einen Monat, dass die, oder anderthalb Monate, dass das nochmal schön, das Wintergemüse sich entwickelt. Und das ist eben meine Freude, den Garten zu machen. Und dann davon zu essen. Und meistens hat man dann zu viel. Und weiß nicht, wohin mit dem Zeug. So, Victoria, wenn du da wärst, könntest du jetzt noch schnell einchecken. Ansonsten an mit der Diskussion. Ich sehe und höre nichts. Dann lass uns einfach einsteigen. Wie geht ihr mit der, sagen wir mal, der Wahrscheinlichkeit, dass sich vieles ändern wird in Zukunft, wie auch immer. Also, wie gehen wir mit der Unsicherheit um? Wir waren ja viele Jahrzehnte praktisch, haben gedacht, oh, uns geht so gut und es geht immer aufwärts und aufwärts, jetzt geht die Wirtschaft runter und alles Mögliche. Ich habe heute eine Schokolade gekauft beim Lidl, 2,70 €. Die hat bis letztes Jahr noch 1,70 € gekostet oder 1,60 €. Bin fast vom Stängel gefallen. Also Inflation ist nicht zu leugnen und so. Wie gehen wir damit um? Wort gebe ich über zu euch. Dann würde ich den Faden von Annalisa nochmal aufnehmen mit der Resilienz und auch der Intuition. Ich habe ja eben beim Einchecken gesagt, ich bin da meinem Eimer hinterhergerannt. Und dann bin ich meiner Intuition gefolgt. Ich war ja gar nicht fertig mit meiner Arbeit, die ich machen wollte, und bin hochgegangen. Und dann war die nächste Intuition, ich muss Ines anrufen. Und sie sagte, es war jetzt eigentlich auch das einzige Zeitfenster. Wir können erst nächste Woche in Ruhe telefonieren. Dann haben wir die wichtigsten Informationen ausgetauscht, wo ich dachte, da hast du schon völlig recht, Annalisa. Also hat jetzt ja nichts mit Vorsorge zu tun, aber wie du sagst, wann bin ich zur richtigen Zeit an einer richtigen Kreuzung oder so? Also das fand ich eben, dachte ich so, ah ja, genau, das hatte ich vorhin auch gerade. Was du sagst, Heidi. Also bei mir fallen weniger 20 Leute unvorhergesehen ein, aber da ich ja mitten in Berlin wohne, kommt dann schon mal nach dem Motto, hab morgen einen Termin in Berlin, hast du dann und dann Zeit für einen Kaffee? Oder manche nach dem Motto, ich war hier bei dir um die Ecke beim Arzt, hast du ein paar Minuten Zeit? Also das habe ich ziemlich häufig, also jetzt durch Corona nicht mehr so, aber bis dahin war das wesentlich häufiger. Und ich sag mal, wie du sagst, ich komme aus dem Osten und ich kenne viele,
die sagen, im Osten, also im Osten gab es ja auch nicht alles, das wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso, aber ich komme aus einer Familie, da hatten die alle ihre Grundstücke, ihren Garten und wir hatten genug, also zu essen. Also meine Mutter wurde mit Ziegenmilch aufgezogen, war klar, das Kind kommt, okay, müssen wir eine Ziege kaufen, mit genug Milch da ist, ja. Also da kann ich jetzt so nichts sagen und weil sie eben ihren Garten hatten, wie du, also wie ihr auch sagt, also ich kenne das, dass man auf der einen Seite, also ich wollte jetzt frische Sachen kaufen, Mohrrüben nochmal, also das, also was dann wirklich teilweise Schwierigkeiten hier macht in Berlin-Mitte, wenn es dann nicht durch Demos und sonstiges, das kenne ich ja schon, also das hatte ich jetzt ja schon. Und langfristige Sachen, so wie Reis oder so, was du meintest, Marie-Rose, das ist für mich ganz klar, weil ich will ja nicht mein eigener Sklave sein und also sozusagen den Druck haben, einkaufen zu müssen. Jetzt hatte ich auch irgendwie was, okay, dann habe ich mir halt ein Glas Boden genommen und in die Pfanne gehauen und fertig, ja. Also das sind für mich mehrere Aspekte. Das hat für mich jetzt, also der Trigger war jetzt, wie gesagt, dieses Video und das war für mich jetzt eher scherzhaft auch ein bisschen und für mich eben innerlich bezogen auf frische Sachen. Aber das hat eben nicht nur den Aspekt, dass jetzt hier irgendwas zusammenbricht oder so, sondern ganz operativ. Also ich will da nicht in Stress kommen, auch selber. Ich möchte ja auch mit anderen Sachen Zeit verbringen und mich nicht nur mit Einkaufen beschäftigen und alles. Also, das, also und ich habe mit einem jetzt gesprochen, also jetzt heißt irgendwie mal vor 3, 4 Monaten, und der hat ein Jahr bei so Bergbauern auf der Alm da irgendwo verbracht, wo nicht um die Ecke der nächste Laden ist, wo das echt eine Tortur ist, und der sagt, die haben für 2 Jahre Vorräte da und machen viel selbst. Weil könnte ja ein Ernteausfall sein, dass sie nochmal eine Chance haben. Also das ist heute noch so für Menschen, die jetzt nicht so in einer starken Zivilisation leben, dass es ganz natürlich ist, dass man da für 2, 3 Jahre oder auch, also man kennt das ja, dass einige Obstsorten oder Gemüsesorten eben nicht so gut tragen, ein Jahr und ein Jahr dann wieder besser oder so, dass man auch aus dieser Perspektive halt, ich sag mal, für 2, 3 Jahre eben was einwecken muss oder sowas, Vorräte schaffen muss. So, ich habe, glaube ich, jetzt hoffentlich alle Themen erschlagen, die ihr vorgegeben habt. Also mir geht es wirklich auch darum, nicht in irrationale Ängste zu verfallen oder sein Leben von Ängsten bestimmen zu lassen, sondern irgendwo in der Hoffnung zu bleiben auch. Und im Realistischen, ja, wie du sagst, da habe ich jetzt dran gedacht. Dieses Jahr hat mein Walnussbaum keine Nüsse. Ich habe aber noch ein Ding vom letzten Jahr, habe ich noch, ne? So einen ganzen Korb voll. Weil wenn die tragen, tragen die endlos viel. Und den habe ich dann auch nicht weggeschmissen. Du hast gesagt, irrationale Ängste, gibt es auch rationale Ängste? Ja, ich denke schon. Wenn ein Auto auf der Straße auf dich zurast, dann ist es nicht irrational, wenn du dann Angst kriegst und zur Seite springst. Das ist mal ein ganz kleines, konkretes Beispiel. Nee, Ja. es gibt schon Ängste, die berechtigt sind. Und wie gehen wir damit um? Ja. Wir haben jetzt so schön über die Gemüsevorräte und die Reisvorräte und die Gärten und gesprochen. Und einerseits glaube ich, diese Zuwendung zu den Gärten, was da bei uns manche eben haben, ist auch das, da kriegt man so richtig die Dankbarkeit für die Natur wieder. Wenn ich in der Stadt wohne und nur zum Geschäft gehe, ist das einfach anders, ja. Und wenn ich jetzt zum Gemüsebeet gehe und ich war 2, 3 Tage nicht da, ob der Mangold ist so schön groß, ma, super cool, gibt es heute Mangold, ja. Dieser Bezug zum Lebendigen, das ist wirklich auch eine Ressource und die Dankbarkeit für die Dinge, die wachsen. Aber ich denke mal, auch wenn wir jetzt diese materiellen Ressourcen, die wir jetzt alle genannt haben, irgendwie ins Seelische oder Geistige holen und sagen, was für innere Vorräte, ebenso wie Intuition, wie du sagst, Annalisa,
oder was für innere Haltungen braucht es, die sozusagen die Parallele zu den materiellen Vorräten sind. Wäre für so meine Frage mal zum Nachdenken. Ja, eine hatte ich noch. Und zwar eine sehr kostbare Ressource ist freie Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber die meiste Aufmerksamkeit ist irgendwie aufgeladen. Ich wünsche mir was unbedingt oder ich will auch was auf gar keinen Fall haben. Oder sie hängt noch fest an irgendwelchen alten Ereignissen und ist gar nicht wirklich frei. Und was ich festgestellt habe mit freier Aufmerksamkeit, nehme ich meine Umgebung anders wahr. Also zum Beispiel war ich in München mal am Hauptbahnhof angekommen und der ganze Bahnhof war voller Leute, weil die ganze Strecke gesperrt war. Irgendeine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war gefunden worden und nichts durfte fahren. Und in solchen Fällen mache ich praktisch Ohren und Augen auf und laufe durch die Gegend und schaue, ob ich irgendwas aufschnappen kann. Und in der Regel kommt irgendeine Information. Ich darf nur nicht halt mich resigniert irgendwo hinhocken und sagen, ja, die anderen warten auch schon 2 Stunden, das kann noch dauern. Und auf die Art und Weise habe ich aufgeschnappt, zum Beispiel, wie eine Schaffnerin erklärt hat, dass ab Pasing die Züge fahren. Also bin ich mit der S-Bahn nach Pasing gefahren, habe mich dort erstmal in einen Zug gequetscht, der schon wahnsinnig voll war. Und dann ist am Parallelgleis ein Intercity oder so, hat gehalten, weil er ja auch nicht einfahren konnte, ist dann wieder umgekehrt. Und dann hieß es so, aufgrund der ungewöhnlichen Umstände gilt keine Zugbindung und man könnte also ohne weiteres auch den Intercity nehmen. Und ich war tatsächlich zu genau der gleichen Zeit in Augsburg, wie ich sein wollte. Obwohl ja eigentlich nichts fuhr und tausende Menschen, also oder ist vielleicht übertrieben, hunderte Menschen auf ihren Koffern saßen und nichts weiterging. Aber diese Ressource zu haben, dass die Aufmerksamkeit frei genug ist, um Informationen aufzugreifen, das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Oder es hilft mir auch zum Beispiel beim Lernen, wenn jetzt ungarisch Vokabeln, die anderen sagen, was sie tun sich wahnsinnig schwer. Ja, ich habe viel freie Aufmerksamkeit und kann damit viel mehr aufnehmen in kürzerer Zeit. Und das ist natürlich auch eine Frucht, ein Ergebnis von viel Innenarbeit. Also wir haben auch in einem Kurs, wo ich 4,5 Jahre dabei war und auch unterrichtet habe, ganz viel mit dem Thema Aufmerksamkeit gemacht, um eben Aufmerksamkeit zu befreien von alten Geschichten. Ja, danke euch allen. Jetzt, Victoria, magst du kurz was sagen? Danke. Ja, verzeihen, ich war schon über 4 Stunden am Zoom und bei mir ist das hat knapp vor 7 Uhr in der Früh angefangen, also ganz ohne Pause. Also ich muss mich entschuldigen, dass ich ein paar Minuten brauchte. Ja, ich finde es schön, also diese Idee, also das alles so als Metapher zu übersetzen, also was unser, wie bei Reis und Korn und so weiter, dass wir das auf einer spirituellen Ebene übersetzen irgendwie. Und es ist, ich war gerade, also ich habe einen. Das Zoom-Treffen, also gleich vor diesem jetzt waren, das ist zu lang zu erklären, aber mit 2 Leuten, die immer, sie haben so Sprüche, die sie wiederholen. Also wenn sie irgendwie, sie sind beide, also ich nicht, also das war, aber die sind beide in Alcoholics Anonymous. Da gibt es angeblich, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, weil dass man so Affirmations hat und man wiederholt diese, also das heißt, wenn es eine Gefahr gibt, dass man wieder hineinfällt in diese Verzeihung, mein Deutsch ist ganz kaputt.
Addiction, also wenn man wieder hineinfallen kann, wenn man eine Versuchung hat irgendwie, dann erinnert man sich an, man hat schon ein ganzes so Depot sozusagen im Kopf oder im Herz drinnen, damit man also jederzeit, egal was kommt, was einem entgegenkommt, hat man dann dieses Depot von guten Gedanken und so weiter. Also das war meine Idee. Danke. Also auch nochmal für die Resilienz. Also ich habe, als in 2020 klar war, jetzt gibt es einen ganzen Winter mit Corona, habe ich gedacht, ich muss was machen. Und habe gedacht, nee, einfach blind Vorräte, das will ich nicht. Das ist ja Panik, das ist Angst, das macht gar keinen Sinn. Und eine Entscheidung davon war, dass ich gesagt habe, ich will die alten Techniken lernen. Ich will lernen, wie funktioniert denn das? Wie mache ich Joghurt, Käse, Quark? Wie mache ich Milch aus Nüssen? Wie mache ich, keine Ahnung. Und Stück für Stück habe ich mir dazu auch Sachen gekauft. Also wohl Maschinchen, also ein Hochleistungsmixer und so eine Sachen. Aber, und dieses Wissen, also es kann jetzt irgendwas passieren. Und ich weiß dann, wie es geht. Also ich habe, ja, also, und ich habe auch gelernt, also hier draußen auch, also ich habe jetzt Amaranth angepflanzt und ich weiß, also man kann eben nicht nur die Körner essen, sondern im Sommer auch die Blätter für einen Salat. Weil, also da ein bisschen zu gucken oder einfach auch mein Wissen zu erweitern, was ist in der Natur, was kann ich nehmen? Und habe das teilweise eben auch schon ausprobiert, weil meine Devise war, wenn ich es probiert habe, also ich habe aus den ganzen Laubbaumblättern Mehl gemacht und habe damit auch also zugemacht zu anderen Sachen und auch aus Reis dann gemahlen und also verschiedenste Sachen und habe das ausprobiert, weil es mir einfach dann Sicherheit gibt, wenn ich es schon mal gemacht habe, dass ich dann sagen kann, keep cool, okay, ich weiß, darauf kann ich zurückgreifen, darauf kann ich zurückgreifen. Oder wenn ich irgendwo fremd bin und kann sagen, okay, was hast du da? Was wächst bei dir um die Ecke? Okay, das machen wir so und so. Jetzt habe ich den Nachbarn gesagt, wir haben hinten im Rasen Rucola, der sich selber ausgesät hat. Ach so? Also, wie du sagst, Annalisa, freie Aufmerksamkeit, offen sozusagen mit offenen, sehenden Auges, einfach sozusagen durch die Gegend gehen. Also mir das einprägen, wo vielleicht irgendwelche Sachen sind, die essbar sind und weil das dann, ja, also man, das waren so Gedanken, also die ich damals hatte, weil es auch mein Wissen, weil ich dann festgestellt habe, ich bin ja doof, ich kann zwar so ein Smartphone bedienen, aber ich weiß nicht, wie mein Essen auf den Tisch kommt. Ich kann schon kochen, also so ist nicht, aber wie das überhaupt produziert wird, damit es im Supermarkt landet, also weiß ich nicht, oder? Das habe ich nicht so gelernt. Ich finde es gut, so als Nebeneffekt, dass man eben sich wieder besinnt auf das, erstens, wie macht man ein, wie macht man Dinge haltbar, weil das dann möglicherweise zu meiner Kindheit war es nicht selbstverständlich, dass du im Winter alles kaufen konntest und so, sondern hat man das eingemacht, halt gegessen. Und was jetzt auch noch toll ist, dass man vielleicht lernt, was man eben draußen findet, was man alles essen kann. Ja? Ich habe hier ganz viele Eichenbäume ja um mich rum. Das essen ja die ganzen Wildschweine und so. Die finden das köstlich. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe gelesen, man könnte da auch Mehl draus machen und man könnte da Brot backen oder was weiß ich, also irgendwas. Also die Natur schenkt uns eine Menge. Und ich kenne viele Kräuter immer nach wie vor noch nicht, obwohl sie wachsen. Ich meine, bei uns ist ja so, das Gras ist ja nur grün im Herbst und Frühjahr und Winter, aber nicht im Sommer. Also im Sommer würde man sozusagen nichts finden draußen oder sehr, sehr, sehr wenig. Aber trotzdem, man kann sehr viel mehr essen, als man so denkt.
Meine Enkelin hat gerade Eicheln eingeweicht und hat gesagt, die müssen jetzt eingeweicht sein, damit sie Mehl machen kann. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht verstanden, aber die eingeweichten Eicheln müssen zuerst ihre Bitterstoffe verlieren und dann muss man sie wieder trocknen und dann kann man sie anscheinend mahlen. Aber ich habe es nicht probiert. Ich schon, das ist genau so, wie du es beschrieben hast. Du musst mehrfach das Wasser wechseln, das ist schon so. Aber musst du sie vorher schälen? Na, beim Einweichen jetzt noch nicht unbedingt, aber ja, du musst die schälen. Also du machst es nur von der, ich sag mal, Nuss. Ja, Also. das ist klar, aber ich meine, vorm Einweichen schälen oder das ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Okay, danke für die Info. Aber was das jetzt auch zeigt, wenn man gute Bekannte hat und Leute, auf die man sich gut verlassen kann, das bringt sehr viel. Weil immer jeder hat irgendwie so seine Schwerpunkte und da geht was und auf dem anderen Schwerpunkt geht halt gerade nichts und dann hat man irgendeinen Bekannten und kann sich positiv da ergänzen. Das gehört für mich ganz stark zur Resilienz dazu, dass man Menschen hat, sowohl in der Ferne, wenn wir jetzt irgendwie da über den Äther hinweg da quatschen, ist das eigentlich auch toll, weil da kannst du Sachen erfahren, was in Amerika in der Früh passiert wäre. Und so auch in der Nähe natürlich, ist auch sehr wichtig. Und dass diese Beziehungen irgendwie, dass dort das Vertrauen nicht verloren geht, wenn rundherum die Leute aggressiver werden oder Taktik mehr taktieren oder so. Also das ist schon große Kunst, dass man das Vertrauen dann erhält. Und eben die Beziehungen pflegt, finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das sind Krisensituationen und das zeigt sich ja auch in Krisensituationen, dass eigentlich ganz viele Menschen, wenn man jetzt ans Ahrtal denkt oder so, ganz viele Menschen sind hilfsbereit und man tut sich zusammen, es sind nur wenige, die da ausrasten und dann anfangen zu vandalieren und oder zu klauen, ne? Und darauf zähle ich auch. Und von daher sind Beziehungen und finde ich, dass das sehr wichtig ist, auch vorbeugend. Aber eine Frage dazu, weil zu Beginn von Corona, zumindest in Österreich, war da auch ein Zusammenhalt und der Versuch, wie können wir das miteinander irgendwie schaffen. Und dann hat es die große Polarisierung gegeben zwischen Impfgegner und Impfbefürworter und dieser Schritt von dem Zusammenhelfen zur plötzlichen Polarisierung, der ist schon gefährlich. Und da war's, ich weiß nicht, habt ihr dazu Gedanken, wie man dem sozusagen irgendwie begegnen kann. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau passiert ist. Also, wenn ich nachdenke, komme ich vielleicht drauf. Ich weiß nicht, kann sich wer erinnern, warum das passiert ist oder Ich denke, das hatte sehr viel mit Propaganda zu tun, dass die einen die Guten waren und die anderen die Bösen. Und dass das dann sich so, also die, die als böse bezeichnen wollten, fanden das natürlich überhaupt nicht gut. Und dass dann Widerstand sich gebildet hat und dann so, statt rational miteinander umzugehen und auf sozusagen Informationsaustausch und sowas, hat man sich dann halt gegenseitig beschimpft. Und das ist sicher nicht besonders vertrauensfördernd irgendwie, wenn man sagt, du bist, was weiß ich, ein Verbrecher, weil du die Oma ansteckst oder so und in so ein Kram. Also. Ja, man hat uns natürlich auch erklärt, nur wenn also die Mehrheit sich impfen lässt, sind alle geschützt und jeder, der sich nicht impfen lässt, gefährdet sozusagen alle. Also da ist ganz viel mit dem Wort Solidarität operiert worden und alle, die nicht mitspielen, sind unsolidarisch gegen den Rest. Das hat natürlich schon auch Fronten geschaffen. Also ich darf nicht auf meine Gesundheit achten, wenn ich die Gesundheit aller im Blick habe. Und das ist ja irgendwo absurd. Ich Ja. denke auch, es hat zu lang gedauert. Ja. Immer auch ein Zeitfaktor mit dabei, wo man das schafft und dann irgendwann wird es einem zu viel, ist man überfordert.
Und es ist ja nicht so, dass es, wenn es dann zur Glaubenssache wird, auf beiden Seiten, und beide Seiten schaffen Feindbilder, ist ja nicht nur eine Seite gewesen. Und das, ja, und da braucht es braucht wirklich noch weiter eine Kultur, eine Vertrauenskultur, Beziehungskultur, Umgang mit Diversität und so. Das sind wirklich, für mich sind es ganz viele kulturellen Werte, die wir weiterhin aufbauen müssen, um in Krisen klarzukommen. Ja, und vor allen Dingen diese Art des sich gegenseitig Beschimpfens und Erniedrigens und Angreifens, statt auf einer rationalen Ebene zu bleiben, dann den anderen für blöd halten oder irgendwie, also ad hominem, sagt man, Angriffe zu starten. Das ist keine Kultur, ne? Und die schafft Spaltung und Enttäuschung und Rückzug und vielleicht Aggressivität dann irgendwann mal, wenn man es nicht mehr aushält, wenn du ständig beschimpft wirst, dann bist du vielleicht auch komisch. Ich weiß es nicht, aber soweit zu diesem Thema. Resilienz bilden wäre da auch sehr, sehr wichtig. Also, Und ja. mach erst fertig. Ich dachte, du bist jetzt Ich fertig. bin mehr oder weniger fertig. Also, ich habe das ja in meiner eigenen Familie, weil ich bin nicht geimpft und meine Familie ist geimpft. Und dann war ich eben teilweise auch nicht bei der Familie, weil, ach nee, wir wollen wegfahren und dann steckst du uns an oder dann ist was oder dann stecken wir dich an. Also mir war das ja völlig egal, weil ich habe gesagt, ich habe ein Immunsystem, ich futter mein frisches Zeug und ernähre mich und dann ist gut. Aber dann einer hatte da dann immer irgendwie Stress, sodass ich dann nicht da war. Und das eine Weihnachten war ich dann auch nicht da, weil dann war so nach dem Motto, das geht halt nicht. Sie haben da Angst, ja, wenn ich da nicht geimpft bin und alles. Und das Jahr drauf, als ich dann ja schon entspannt hatte. Aber nee, das war immer noch. Und da haben sie mich gefragt, ob ich denn jetzt geimpft bin oder ob ich getestet bin. Und dann habe ich gesagt, Papa, kannst mich gleich wieder zurück in die Stadt fahren. Hat er aber nicht gemacht, weil offensichtlich hat er von meiner Mutter den Auftrag gehabt, mich zum Weihnachtsessen abzuliefern. Also, und einen positiven Nebeneffekt hat es. Weil ich habe dann gesagt, also ihr spinnt alle, also sind ein paar rote Linien überschritten und seitdem ruft meine Mutter mal selbstständig an, nicht nur zu meinem Geburtstag, und meldet sich dann mal ab und sagt, sie fahren Urlaub oder sie sind wieder da. Und das finde ich ganz gut. Also, weil ja, ich bin die Tochter, alles gut, also, aber ich muss deshalb nicht immer die Initiative machen. Sie kann das auch mal machen und sie kann auch mal was erzählen. Also. Das war schon stressig und hat ganz schön an mir genagt, dass ich da so ausgeschlossen wurde und dann nicht zu vielen Sachen nicht kommen durfte oder wir wollen im Winterurlaub fahren. Na, komm mal lieber nicht. Also, wo, ja, also für mich ist das alles bescheuert. Für sie ist das eine Angst, die Lebensrealität ist. Kann ich nachvollziehen ein Stück weit, aber das ist schon anstrengend gewesen. Also wenn ich nicht sozusagen, wie jetzt auch gesagt habe, ein gutes Netzwerk hätte und gute Freunde, dann hätte ich wahrscheinlich in die Tischkante beißen können. Und zumal ja damals schon klar war, dass diese Propagandasprüche alle nicht wahr waren, Ja. dass es durch die sogenannte Impfung niemand vor Ansteckung sicher war. Und das wissen wir ja jetzt, ne? Gott sei Dank gibt es ja Whistleblower, die klar machen, dass alles schon bekannt war und wir trotzdem dazu verdonnert wurden, uns so zu verhalten. Und insofern, wenn du dann das weißt und dann ausgeschlossen bist, ist das halt auch kein Spaß, ne? Nee, nee. Was ich jetzt, ich kann da voll mit dem Gespräch. Ich wollte nur jetzt nicht die Stunde auf Corona umschalten, Ja. sondern Ja. eher nur als Beispiel, wie man mit so
Polarisierungen umgeht und wie man da resilient wird, das war eher mein Ding. Schon, dass man es natürlich wieder rekapituliert, kurz, dass man in das Gefühl reinkommt, aber dass man nicht jetzt eine Stunde lang noch, oder wie viel wir halt noch haben, 20 Minuten über Corona reden müssen, sondern eher, was mich zum Beispiel auch sehr belastet und wo ich mit der freien Aufmerksamkeit wieder sehr gut kann, denke ich mal, ist so eine Kriegssituation, wo von, was weiß ich, in nahen Mittleren Osten oder in der Ukraine, wo von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann und wo du die Polarisierung, die ist dann mehr von außen, aber die ist ja auch extrem. Also da hilft mir die freie Aufmerksamkeit wieder sehr gut. Wie kann ich mein Leben überhaupt leben in so einer Situation? Aber okay, recht. Ich denke, dass uns jegliche Art von Krisen dabei hilft. Also, als ich nach Ungarn gezogen bin, habe ich es ein paar Mal erlebt, dass einfach plötzlich von jetzt auf gleich der Strom weg ist, weil irgendwo im Sturm ein Baum umgefallen ist und das dauert dann halt ein paar Stunden. Das kannte ich vorher nicht. Und mit jedem Mal, wo ich, also ich habe praktisch Erfahrungen gesammelt, irgendwann habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt, weil ich wusste, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Es kann sein, dass in 3 Minuten der Strom wieder da ist, kann sein, dass es ein paar Stunden dauert. Oder als ich selbstständig war, hatte ich mal zwei, dreimal das erlebt, dass plötzlich ein Auftrag weggebrochen ist und ich neu schauen musste, wie verdiene ich mein Geld oder es auch offen war, habe ich im nächsten Monat einen Job oder habe ich nicht. Und ich habe schon immer so das Gefühl, dass mit jeder Krise, die man überstanden hat, wenn man da irgendwie kreativ geworden ist, steigt die Resilienz und ein Angstthema ist weniger, weil man hat es ja schon mal durchstanden und das nächste Mal macht es schon viel weniger Angst. Und so ist es natürlich auch. Also ich habe auch eine Kindheit mit vielen Beschimpfungen und Beschämungen und insgesamt kann ich sagen, naja, weil ich es überlebt habe, habe ich auch eine gewisse Resilienz entwickelt für mich persönlich. Ja. Also ich kann mit solchen Situationen anders umgehen oder erhole mich wieder schneller vielleicht. Hoffentlich. Also inzwischen bin ich eigentlich dankbar für, oder ja, doch ein Stück weit dankbar für Krisen, die nur einen Teilaspekt betreffen, weil ich denke, okay, habe ich wieder ein Übungsfeld. Oder in Corona-Zeiten zum Beispiel, ich bin dann einfach möglichst nicht zum Einkaufen gegangen und von daher wusste ich, wie lange meine Vorräte reichen. Den Test hatte ich vorher nicht. Das waren alles so theoretische Überlegungen. Aber dann wusste ich, okay, so und so schnell geht das zu Ende und so weit komme ich. Und dazwischen, ich konnte ja noch Brot einkaufen oder so, dann war ich halt einmal die Woche beim Brot einkaufen und nicht alle 3 Tage oder 2 Tage. Und habe ein Gespür dafür entwickelt, wie geht es, wenn die Läden nicht immer offen sind oder ich nicht immer Zugriff habe und wie lang reicht das, was ich mir zugelegt habe. Das ist sehr hilfreich. Also ich habe ein anderes Gefühl jetzt dafür. Mir fehlen Perspektiven aus Wien und aus USA. Ja, andere Perspektive aus Wien. Ich habe von dir noch nicht viel gehört. Monja, magst du noch was dazu sagen? Ich habe gerade die Elke Heidenreich Altern durchgelesen, also eine 68erin, die also ungemein belesen ist und für alles einen Spruch zitieren kann. Und auch also eine unbändige Lebenslust hat. Und ich glaube, das gehört schon auch dazu, dass man also wirklich darauf vertraut, was immer und wie es kommt, dass das Leben weitergeht. Aber was mich also angesprochen hat, das ist einmal kurz erwähnt worden, und es wurde bei uns in der Peer Group auch, da war ich aber nicht dabei, besprochen. Nämlich den richtigen Zeitpunkt für etwas. Im Japanischen gibt es so ein Wort dafür, eigenes, das ich leider nicht jetzt weiß. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Kann es Ikigai sein? Ja, genau. Ikigai, ja. Das heißt, die Japaner sind sich dessen viel mehr vielleicht bewusst, dass die Dinge sich ständig ändern und es gibt dann
den einen Zeitpunkt, wo wirklich alles optimal ist. Ich meine, ich weiß es am ehesten beim Kochen. Also wann ist es also wirklich optimal fertig, sagen wir mal, sei es auch nur die Eierspeise oder was immer. Ne? Sie hat es bei den Aufstellungen auch gemerkt, die sie macht, also dass sich dann die Dinge plötzlich bewegen und dann plötzlich gibt es den Moment, wo dann sich alles löst. Und das Ganze ist also klar. Und ich warte also jetzt wirklich sehr auf den Zeitpunkt, wo endlich bei uns in der Politik wieder Vernunft einkehrt und die Leute nicht jeden anderen ausgrenzen, sondern auch akzeptieren, dass halt jeder irgendwelche gute Ideen hat. Oder zumindest für ihn richtige Ideen. Und also diese letzte Woche war bei uns einfach schrecklich. Ich schaue mir es eh nicht an im Fernsehen, aber mein lieber Mann, also der sagt, das ist ein Unterhaltungsprogramm. Aber mich nervt das also, dass sie einander wirklich nur angreifen und keine sachliche Kritik an Dingen, sondern es ist viel einfacher zu polemisieren. Und bis es in der Politik dieser richtige Zeitpunkt einkehrt. Und ja, und ich bin ja diesem köstlichen Spruch von der Heidenreich, die den Trump also nur als oranges Übel bezeichnet, weil er offensichtlich seine Haarfarbe orange ist. Aber auch den Obama ziemlich kritisiert, weil er nicht die Erwartungen erfüllt hat, die sie in ihn gesetzt haben als Liberale. Es wäre an der Zeit, ja, aber am Montag geht es vielleicht hoffentlich dann etwas wieder realistischer und rationaler weiter, weil so, wenn also unsere Politik auf die Weise weiterginge, also dann kann man wirklich sagen, da ist nichts mehr zu machen. Also die Leute können ja nicht miteinander. Soviel ich weiß, ist auch in Deutschland mit der Ampelregierung hat das nicht richtig funktioniert. Und ja, also ich habe noch keine Ahnung, wie die Wahl ausgehen wird. Und das beschäftigt schon auch, ja, das ist soweit die Resilienz aus Wien. Es wäre wirklich cool, wenn bei der Politik die Politiker endlich mal schätzen würden. Die Grünen schützen die Natur, die einen öffnen die Problematik der Zuwanderung, die anderen versuchen sie zu lösen. Das ergänzt ja alles. Genau. Und dass man da ein bisschen die Ergänzung und nicht so die Konfrontation allein hat, das wäre schon für mich. Ja, das wäre einfach das Logische, das Vernünftige. Aber wie gesagt, ein Wahlkampf sind ja nicht die üblichen Zeiten, aber also die Leute schauen jetzt allgemein schon, hoffen sie darauf, dass es endlich bald aus ist. Also wir haben noch 2 Tage, die werden wir durchstehen. Aber es ist wirklich. Ja, Ihr habt ja politisch. Wahlen jetzt, nicht? In 2 Tagen. Das ist sehr spannend. Wir haben ja in der anderen Gruppe über Metamoderne gesprochen, Postmoderne und Post-Truth World und sowas. Vielleicht ist das ein vorübergehendes Phänomen, dass die Vernunft gerade mal ein bisschen abgeschaltet ist. Hoffentlich kommt sie wieder. Also, Ja. ich hoffe sehr darauf. Ja. Parteipolitik hat ursprünglich Gespräche gefördert und die so Diskussionen, mentale Diskussionen überhaupt mal nach dem eben nach dem blauen Welt, nach dem konformistischen Weltbild, wo es eben nur eine Wahrheit gab und an die muss man glauben, hat Parteipolitik eben ursprünglich da wirklich was gebracht. Aber die scheint am Ende zu sein. Die fördert nur noch Polarisierungen und Polemisierungen.
Das ist, ich, für mich ist das auch wahnsinnig, was da passiert oder wie Politiker miteinander umgehen. Sind für mich wirklich kein Beispiel dafür, wie man, welche Kommunikationskultur wirklich wichtig ist. Und ich glaube, Kommunikationskultur ist wirklich gut, um Umgang mit Diversität zu fördern und auch um Polarisierungen vorzubeugen und um zu vermitteln, wenn die schon gegeben sind. Und eins, was ich wirklich systematisch, wo ich wirklich meine Aufmerksamkeit drauf setze, ich mache nicht mehr mit bei Polarisierungen, bei Geschichten, die immer wieder und wieder das Gleiche erzählt wird und der gleiche Missstand erzählt wird, ohne dass man. Aber gut, wenn das ein Trauma ist, dann muss man es als Trauma behandeln. Und es scheinen ganz viele Leute traumatisiert zu sein von der Corona-Situation. Sobald das Thema aufkommt, gibt es immer wieder Menschen, die dann eben darauf einsteigen. Und ja, und wie geht man dann mit dem Trauma um, ohne eben da hineinzufallen, nur das Gleiche zu wiederholen oder eben Schuldzuweisungen zu kommen, Vorwürfe zu machen, wie, sondern, ja, kann man da wirklich auch, es ist mein, dahin kommen und sagen, es ist mein Trauma, ich kümmere mich jetzt mal um mein Trauma, oder, dass ich damit habe und ja. Ich denke, das ist sicher ein Teil davon. Das andere habe ich das Gefühl, dass es im Moment eben nicht um rationalen Diskurs mehr geht, sondern wieder um Glauben. Als würden wir zurückgehen in die blaue Stufe. Du musst an das glauben und wenn du dann dagegen handelst, dann bist du vom Glauben abgefallen oder so. Dann bist du ein Heretiker oder sowas in der Richtung. Und Ja, und ich das ist habe nicht das Gefühl, einseitig passiert. Also in meiner Wahrnehmung hat es auf allen Seiten einfach, ist alles nur noch Glaubenssache das gewesen. sage ich ja. Das Auf sage ich ja. allen Seiten, nicht nur auf einer Seite oder nicht, dass der eine das vom anderen verlangt hat, sondern es hat mich sprachlos gemacht, zu sehen, wie alle wissenschaftlichen Geschichten oder auch Zahlen oder so, alles ist einfach nur noch Glaubenssache gewesen auf einmal. Das ist schon komisch. Naja, manche Sachen sind schon belegt, dass es real so ist. Und es ist dann nicht Glaube, sondern das ist einfach reale Darlegung der Geschehnisse und so. Und vieles ist natürlich Glaube. Und wenn man nicht mehr mit den Menschen reden kann, es gibt ja genug Diskussionsgruppen, die versuchen, Leute einzuladen von der anderen Seite, sagen wir mal, aber sie kommen nicht. Ich habe das Gefühl, gerade wenn wir über Politik sprechen, dass die Menschen, die da Verantwortung in der Politik haben, zu wenig Ahnung haben von dem, was sie eigentlich können sollten, geschichtliche oder sonstige Kenntnisse nicht haben, was früher schon mal anders war. Und gut, sie glauben halt daran, bilden Ideologien und dann werden die weitergegeben über Propaganda. Natürlich, die andere Seite macht das in gewisser Weise auch, aber da gibt es schon einige fundierte Erkenntnisse, die nicht Glauben sind. Also da möchte ich mich dagegen verwahren, dass es auf beiden Seiten genau das Gleiche ist. Es ist es nicht. Ja, einerseits gibt es wirklich fundierte Erkenntnisse, andererseits glaube ich, dieser Rückfall in die blaue Stufe ist auch, weil unsere Spiritualität so lang an diese ganzen Kirchen gebunden war, wo es immer um Glauben ging, und wir eigentlich so in der großen Masse nicht gelernt haben, spirituell zu sein und trotzdem vernünftig und denkend gleichzeitig. Und das, da ist ein Haken und darum kann man in das so zurückfallen. Da braucht es irgendwie eine Entwicklung von sowohl von der inneren als auch von der gemeinschaftlichen spirituellen Ebene und gleichzeitig von der Vernunft, kommt mir vor. Weil da ist Corona wirklich ein gutes Beispiel. Das haben wir jetzt irgendwie schon, das ist gut aufgekommen. Naja, die grüne Stufe und Empathie ist ja nicht was Schlechtes. Ne? Also, dass man sich einmal bemüht, in den anderen, der eben völlig andere Glaubenssätze hat, sich hineinzufühlen. Aber alle, nicht nur
die eine Seite, sondern beide Seiten. Und das wird also bei uns in Österreich jetzt in der Politik völlig ausgegrenzt, warum manche, also warum eine Partei so agiert, wie sie agiert, welche Ängste da dahinter stehen und so weiter. Leider sind es halt immer die Ängste, die motivieren am meisten. Aber so wie die Marie-Rose, ich tue mich leicht, also ich, obwohl ich ja aus einer schrecklichen Zeit geboren, in einer schrecklichen Zeit geboren wurde, habe ich also da eigentlich keine Ängste. Vielleicht weil ich es überlebt habe, kann schon sein. Ich habe einigen, vielleicht allen von euch, gestern einen Link geschickt von einem lustigen Video, wie ein afrikanisches Filmteam österreichische Bräuche filmt und das also sehr, sehr merkwürdig findet. Und an irgendeinem bestimmten Moment sagte er, dass das ein Glauben ist, ja? Dass die Kirchen leer sind, aber die Bierfeste und diese ganzen. Was sie da so machen mit Kämpfen und weißt du, und die Flügel schlagen und das Schunkeln und so, nicht? Dass das offensichtlich jetzt der neue Glaube ist, sozusagen, den die haben. Also sehr lustig, was er denn noch nicht gesehen hat. Und auch wenn dann die schwarzen Leute vorne weggehen auf ihrer Exkursion und die weißen Männer tragen das Gepäck und tun auch einen Schirm über die schwarze Frau halten. Das ist, da kann man so sehen, wie sehr wir hier geprägt sind, dass es andersrum ist. Wir haben es immer nur andersrum gesehen, dass schwarze Leute die Weißen beschirmen und die Lasten tragen. Und dafür fand ich den Film schon so gut, dass man merkt, wie sehr man geprägt ist, selber das anders wahrzunehmen, beziehungsweise dass man plötzlich staunt, ja, dass es so rum sein kann und dass die unsere Arten miteinander umzugehen, also ja, wirklich sehr, sehr komisch halten. Ich weiß nicht, aber vielleicht, Victoria, ich weiß nicht, ob ich dir das auch geschickt habe. Ich habe das mal so rundherum geschickt gestern an ein paar Leute. Richtig schön. Und vielleicht könnte man damit auch, wie soll ich sagen, die Polarisierung, gerade schwarz-weiß oder so, überbrücken, indem man sieht, wie unsere Art zu sein, in der Welt zu sein, zu denken und zu handeln, ja nicht unbedingt die einzige Möglichkeit ist, sondern dass man es durchaus ganz anders sehen kann. Das wäre sozusagen schon mein Schlusswort. Also den Vogeltanz habe ich nie getanzt, weil ich den immer sowas von blöd gefunden habe. Das Ganze ist also eher auf einem, also nicht sehr intellektuellen Niveau gehalten, aber es ist lustig, ja. Das, wie sagt man, sagten die Religion des Huhnes oder irgend sowas, nicht? Ja. Aber der Vogel kann, ich meine, jeder, der so einen, na gut, ja, lass mal das Thema. Und es ist doch War ein durchaus schöner eine. Tanz für Kinder. Also mit Ja. Kindern hat es Spaß gemacht, ja. Ja, der Kinder, das Film ist sind natürlich ja. überzeichnet, das ist klar, aber die Überzeichnung macht ja den Spaß irgendwie. Und also dieses ein humorvolles Zeugenbewusstsein kultivieren. Deshalb für die Brüder Himmelfreund Pointner. Ja, aber wie gesagt, ich sehe den ernsten Hintergrund dahinter, dass wir uns nochmal nachfragen über unsere Vorurteile, die wir haben und unsere Weltsicht, wie dass die wirklich nicht die einzigste ist und ganz bestimmt nicht die wichtigere oder die bessere oder sowas. Ich könnte ich mir das als Thema für den nächsten Brunnen notieren. Was sind unsere Glaubenssätze, an denen nicht gerüttelt werden darf? Na, ich würde es noch anders formulieren. Was Anders sind die formulieren, ja, Glaubenssätze, die positiv. wir gar nicht bemerken? Dass unsere Prägungen, wo wir gar nicht merken, dass wir da drin sind und handeln und Unbewusste denken. Prägungen. Gut, also ich schreibe das auf, ne? Ja, gut, sehr gut. Na, im Prinzip hatte ich dazu ja schon das gesagt, dass ich die alten Kulturtechniken lerne und mir da bewusst ist, wie dumm ich
bin, ja, dass ich, also, und also durch Corona habe ich jetzt so einiges angefangen zu hinterfragen und nicht mehr zu, also ich kann nicht alles überprüfen, das funktioniert nicht, aber das habe ich ja schon mal gesagt, nur in einem anderen Kontext, ich habe da meinen Möglichkeitsraum eröffnet, dass ich einfach sage, ich höre es mir an, ich packe es da rein, so wie eine anständige Diskussion sein sollte. Und wir sind schon mal im anderen Kontext drauf gestoßen, dass sozusagen in unserer Gesellschaft, ja, Zertifikate, man ist auditiert und wie wichtig das ist und Abschluss. Und dann habe ich gesagt, und alle, ich lade euch zum Essen ein und alle kommen und du nicht, weil ich habe ja kein Zertifikat als Koch. Alle haben gelacht. Sich auch schon mal wieder bewusst zu machen, wie schräg ist das? Oder ich habe ganz viele kleine Freundinnen, ja, die stoßen sich nicht den Kopf, wo ich mir den Kopf stoße an alten Gebäuden oder so. Also ist das jetzt, also es gibt kein Gut und Schlecht, also in der Situation schon und für den Menschen oder sowas, aber also es ist ja nichts Generalisiertes. Also deswegen bin ich ja nicht schlecht, weil ich im Kochen, weil ich kein Zertifikat habe, oder? Ich habe eins aus der Kochschule von vor, ich weiß nicht, 60 Jahren. Das Einzige, woran ich mich erinnere, was ich gelernt habe, ist, wie man ein Huhn tranchiert mit einem Messer, was ich nie gemacht habe dann in meinem Leben. Also das sind die Zertifikate. Ja. Ach Gott. Ja, also bleiben wir bei den Glaubenssätzen, die teils unbewusst sind. Ja, ich würde noch hinzufügen, Glaubenssätze ja und Reaktions- und Verhaltensmuster, die unbewusst sind. Und man kann natürlich erst drüber reden, wenn sie einem dann bewusst werden. Das ist das Problem dabei. Eben. Genau. Ja. Man könnte ja vielleicht dazu fügen, wann, wie, wodurch habe ich erkannt, dass ich in ein bestimmtes Verhaltensmuster oder Glaubenssatz oder sowas lebe. Oder über das Reflektieren über Verhalten, das man hat, kann man ins Bewusstsein kommen. Na, ein Punkt für mich war, dass ich gesagt habe, das Denken fängt ja erst so mit der Einschulung langsam an und dass ich also ganz vorsichtig bin und überlege, wenn die Sachen vor 10 sind, also bevor ich 10 Jahre alt bin, dass das tendenziell einfach übernommen wurde und nie hinterfragt wurde und nie recherchiert und einfach so ist es. Also, dass das Alter schon mal auch ein Indiz ist. Wann habe ich das zu mir genommen? Also, das habe ich für mich Ja, das jetzt. besprechen wir dann nächste Woche. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Checkout. Nächste Woche, nächsten Monat. Wir sind ja gar nicht wöchentlich. Wer ist noch? Victoria und Birgitta, glaube ich, und Annalisa. Ja, ich habe das halt sehr interessant gefunden und ich finde das mit den Glaubenssätzen auch eine coole Fortsetzung. Und ich habe ja dann letztes Mal haben wir ja da. Ah, nein, da habe ich jetzt was verwechselt. Okay, nein, das lassen wir jetzt außen vor. Aber jedenfalls war das halt eine schöne Sammlung von Vorräten. Ich habe nämlich mitgeschrieben, jetzt habe ich die alle auf einem Papier von diese Vorräte. Und da können sie dann langsam in den Geist einziehen. Dann guck mal in Chat. Ich habe da was über Eicheln reingeschrieben, ein Rezept. Danke. Victoria? Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, wie der Kaiser gesagt hat. Nach 5 Stunden, also ununterbrochen von Zoom, also bin ich leider etwas fertig. Und vor allen Dingen dann schnell auf Deutsch dann auf Deutsch überspringen, nicht? Ist ja auch nicht so Ja, einfach. genau. Ich hätte lieber mit Deutsch angefangen. Jetzt habe ich kein Gehirn mehr. Aber ich habe mich gefreut, wirklich, also nicht nur, also muss ich den Kaiser zitieren. Es war schön, euch wiederzusehen und ja, bis bald.
Also, und ich freue mich auf das nächste Thema. Also, da glaube ich, kann ich jetzt ins Unbewusstsein schauen und etwas entdecken, sicher. Bis dann, danke. Danke fürs Rezept. Bitte, bitte. Ja, ich fand das jetzt auch eine ganz gelungene Sammlung und Erweiterung meiner Sammlung in Sachen Resilienz, weil jeder natürlich so mehr so einen speziellen Blickwinkel hat, ich natürlich auch. Und finde es immer schön, wenn sich das dann ergänzt durch andere Perspektiven. Ist ja auch wieder ein Zeichen von Resilienz, wenn man verschiedene Blickwinkel sammeln kann. Ja, danke. Haben wir? Ich finde es ein schwieriges Thema. Resilienz? Nein, das Thema von heute finde ich ein schwieriges. Ich finde es ein schwieriges Thema, weil das so irgendwo im Nacken ist mit denen und ich so immer wieder den Eindruck habe, es braucht wirklich nur ein ganz klein bisschen und schon fliegen die Funken. So habe ich den Eindruck. Ja. Das scheint oft die Qualität der Zeit zu sein. Das ist ja wohl überall auf der Welt so. Wir gehören da dazu. Gut, wir bemühen uns, unseren Weg zu finden. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao, ciao und danke.